Hallo zu Einfach Thermomix. Wir machen heute einen schnellen und leckeren Nudelsalat mit dicken Bohnen, Speck und Aprikosen aus der Kollektion Nudelsalat. Für den Start müsst ihr reichlich Salzwasser in einem Topf auf dem Herd zum Kochen bringen. Da müssen wir nämlich gleich die Nudeln drin kochen. Wir machen jetzt aber parallel mal weiter hier im Mixtopf. Und zuerst kommen die Aprikosen in den Mixtopf. Davon brauchen wir 200 Gramm getrocknet. Dann mache ich den Deckel auf den Mixtopf drauf und wir zerkleinern die Aprikosen für 4 Sekunden auf Stufe 7. Die zerkleinerten Aprikosen können wir jetzt mit Hilfe des Spatels gut in eine Schüssel umfüllen. Jetzt kommen in den Mixtopf 2 Zwiebeln, geschält und halbiert. Die Zwiebel zerkleinern wir für 3 Sekunden auf Stufe 5. Hier geht es jetzt weiter mit den Speckwürfeln. Davon braucht ihr 125 Gramm. Ihr könnt stattdessen aber auch Kartenschinkenwürfel nehmen. Dann kommen noch 20 Gramm Öl dazu, denn das wird gleich gedünstet. Deckel drauf und für 6 Minuten bei 120 Grad Linkslauf Stufe 1 dünsten. In der Zwischenzeit könnt ihr die Nudeln in das Wasser geben, das jetzt mittlerweile schon kochen müsste, und eben nach Packungsangabe kochen. Die Nudeln sind fertig gekocht. Ich habe sie jetzt durch den Varoma-Behälter abgegossen und abgeschreckt und jetzt können sie in eine große Schüssel. Rein damit. Der Speck und die Zwiebeln sind jetzt fertig gedünstet. Das heißt, es kommen jetzt noch mehr in den Mixtopf, und zwar erstmal ein Esslöffel Curry. 200 Gramm Wasser. Dann brauchen wir noch einen halben Teelöffel Salz und einen Viertel Teelöffel Pfeffer. Außerdem kommt noch ein gehäufter Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe dazu. Falls ihr die nicht selbstgemacht aus dem Thermomix daheim habt, könnt ihr auch einfach einen Gemüsebrühwürfel nehmen. Selbstgemacht schmeckt natürlich ein bisschen besser. Dazu kommen noch 50 Gramm Weißweinessig und die zerkleinerten Aprikosen kommen auch noch hinein. Das verrühren wir jetzt alles für 10 Sekunden auf Stufe 3 Linkslauf. Fertig ist unser Dressing. Das kann ich jetzt so über die Nudeln geben. Und dann lassen wir das eine Stunde einziehen. Jetzt brauchen wir die dicken Bohnen. Die habe ich schon aufgetaut, also die waren tiefgekühlt. Und die Haut habe ich auch schon entfernt. Also die habe ich einmal rausgedrückt aus der Haut. Und so kommen sie jetzt in den Gareinsatz. Damit wir die Bohnen gleich garen können, brauchen wir jetzt natürlich Wasser im Mixtopf. Wir brauchen 1300 Gramm. Und ins Wasser gebe ich dann noch einen Teelöffel Salz. Jetzt können wir den Gareinsatz einhängen. Deckel drauf geben und die Bohnen für 20 Minuten bei 100 Grad Stufe 1 garen. Während die Bohnen garen, habe ich mir hier einen bunten Schnittlauch zurechtgelegt und den schneide ich in Röhrchen. Was ist euer Lieblingssalatrezept aus dem Thermomix? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, die Bohnen sind fertig, gegart. Ich hole sie jetzt mit dem Spatel raus und stelle sie einmal auf den Mixtopfdeckel zum Abkühlen. Und währenddessen machen wir hier mit dem Schnittlauch und der Creme Fraiche weiter. Und zwar kommt die Hälfte des Schnittlauchs jetzt einmal in die Creme Fraiche. Und dann kommt das in den Nudelsalat. Das vermische ich jetzt einmal, bevor ich gleich die Bohnen vorsichtig unterhebe. Mmh, lecker. Mmh, schön fruchtig. Cremig, fruchtig. Der Salat eignet sich übrigens perfekt für eine schnelle Mittagspause. Den Salat könnt ihr jetzt noch mit Schnittlauch bestreuen, servieren, und ich wünsche euch einen guten Appetit. Bis nächste Woche. Tschüss.